Ahoi und herzlich willkommen zu Döner mit alles, ein Potpourri aus Themen mit Käse. Herzlich willkommen zu Folge 40? 40, glaube ich. Den haben wir die 40 schon geknackt. 40. Junge. Wir dürfen endlich Bier trinken. Alles Gute zum Geburtstag. Ja, danke, danke. Dir auch? Ja, gerne, gerne, danke. 40. Wie geht's dir mal lieber? Gut, gut, gut. Schön. Was ging bei dir? Nichts. Ich freue mich, dass Sie... Ich habe das Gefühl, Corona ist bald vorbei. Ja, meinst du? Ja, ich glaube, also ich kann mich jetzt schon also demnächst impfen lassen. Ja, ich bin schon. Ja? Ja, doppelt. Vorgestern. Wegen deinen Kids schon doppelt geimpft, ey? Ja, genau. Ach, wie stark. Was hast du bekommen? Den guten Stoff oder den... Ey, ich habe den guten Stoff bekommen, Alter. BioNTech Pfizer. Oh. Ach so, du bist jetzt schon doppelt geimpft? Ja, aber hart neidisch. Tja, das ist der oft zitierte Impfneid. 16, ne? Stell dir das mal vor. Oh, ich komme auch von meinem hohen Ross überhaupt nicht mehr runter. Begibst du dich überhaupt noch mit Leuten, die nicht geimpft sind? Oder, nein. Oder distanzierst du da nein. Klar dazwischen? Also das sind so nein. Zweiklassengesellschaft jetzt auch, ne? Das ist deutlich Zweiklassengesellschaft jetzt hier. Also, ne? Schau mich noch nicht mal an, wenn du nicht geimpft bist. Ich weiß überhaupt nicht, was ich mit dir mache hier. Ach, was, du bist schon doppelt geimpft? Ah, das ist ja richtig stark. Ja. Ja, ich, arbeite ja an der Schule und habe die Nachricht bekommen, dass wir in der Prio-Gruppe 2 sind. Ach, 2. Für Grundschulbeschäftigte und ja, ich mir gleich einen Termin gemacht, war dann da zwar irgendwie nochmal 58.000 in der Schlange, aber es ging dann relativ fix und dann, ja, 1 fix 3. Dann kam der ganze Kram mit AstraZeneca, hab ich gedacht, na, kippt der Termin vielleicht nochmal, aber dann haben sie gesagt, irgendwie, ja, bis da und dahin können wir auf jeden Fall Leute mit BioNTech vollpumpen. Und ja, das war dann gerade noch so in dem Fenster mit drin. Und dann, ja. Dann kam natürlich, 6 Wochen später kam noch ordentlich was nach. Und hab dann, ja, wie gesagt, vorgestern 2. Impfung. Hab nix. Arm tut ein bisschen weh, so beim Anheben. Aber ich lieg halt den ganzen Tag nur in meinem eigenen Saft. Beweg mich nicht, von daher tut's auch nicht weh. Ja. Du machst es richtig. Ja. Aber ist das, ja. Nicht, ist das nicht mega geil? Ist das nicht mega entspannt? Ja, ich habe auch geträumt, dass ich, letzte Nacht tatsächlich geträumt, dass ich irgendwo in ein Kaufhaus gegangen bin ohne Maske und so gesagt habe, ey Leute. Was wollt ihr von mir? Geht mal kacken. Geht weg. Und die so alle, Maske, Maske. Und ich war richtig so ein Bastard. Ich so, nee, ich trage keine Maske mehr, ich bin damit geimpft. Wenn jetzt was Besseres, haut ab. Ja. Klar, so, klar kann ich das eventuell noch übertragen, aber ich kann mir nichts mehr tun, also haut ab. Ja, und ich bin mir nämlich selbst am nächsten. Boah, das ist super stark. Solidari, ich, was? Da bin ich neidisch. Solidari, ja. Ist das der neue Stürmer vom BVB oder was? Hat Maler Solidari? Ja, der Brasilianer, ne? Ja. Das ist stark. Hat 3 Tore gemacht in seinen ersten 5 Jahren bei jetzt fällt mir kein... Sao Paulo. Kein Quatschname ein. Rio de Janeiro. So. So. Bei mir ist ja 2021 ist ja Jahr des Sports. Wie du sicherlich weißt. War 2020 nicht schon Jahr des Sports? Ja, auch. Aber das habe ich dann nochmal geschoben. Jahr des Sports. Genau. Und hast es verschoben dann einfach mal. Ich habe so. Das Jahr des Sports verschoben auf 2021. Ja, ist vernünftig. Und da habe ich dann auch im März angefangen. Aber immerhin erst, also ab März jetzt jeden Tag 10.000 Schritte. Also das ist schon mal ein Anfang. Seit März jeden Tag 10.000 Schritte, wie schafft März man das? Seit März jeden Tag 10.000, also wenn man einen Hund hat, schafft man das. Und wenn man dann, ja, ich weiß nicht, ob ich in meinem ganzen Leben schon 10.000 gegangen bin. Ich vorher tatsächlich auch nicht. Also ich hatte vorher insgesamt 7.000 Schritte. Also bis März 21 im ganzen Leben. Und jetzt mache ich aber seit März jeden Tag 10.000 Schritte. Das finde ich anständig. Hast du schon mal was. Und hast dabei auch nur 5 Kilo noch zugenommen. Also alles gut. Ja. Hätten auch 10 sein können. Ja, also normalerweise wären es 10 geworden bei dem Essverhalten, das ja. Ich habe. Aber jetzt habe ich halt nur 5 Kilo zugenommen. Und das ist für mich Abnehmen. Ich spare mich schlank quasi. Du siehst auch viel weniger ungesund aus, als ich es mir gedacht hätte. Ja, als man jetzt annehmen würde bei dem Gewicht. Ja, ja. Das ist schon. Wunderschön, wunderschön. Du bist ein schöner Mensch, Steve. Aber 10.000 Schritte, das ist jetzt 10.000, seit 2 Monaten das schon. Das finde ich krass. Vorher hatte ich so im Schnitt 4.500 ungefähr. Oder mal auch 5, wenn es mal wild war. Aber 4,5 auf 10. Wenn man Durchfall hattest, mal so Nachmittag. Das waren dann aber auch schnelle Schritte. Ja, aber Schritt ist Schritt, sage ich immer. Das ist mein Lebensmotto. Ja, das stimmt.
Aber es gibt nicht nur Positives in meinem Leben. Ich habe auch mal wieder festgestellt, wie schlecht ich backen kann. Ich habe einen Käsekuchen gebacken. Ah. Hey, vielleicht sollte man erstmal Kekse backen oder so am Anfang. Hey, es gibt nichts, was mich auf der Welt so überfordert wie backen oder kochen. Das ist so krass. Ich verstehe es auch nicht so ganz, was das Problem ist. Ach so, ich dachte, du verstehst das Prinzip nicht ganz, aber okay. Nee, ich verstehe das Problem nicht. Es ist immer jetzt war das Problem, dass ich eine zu große Form hatte und das natürlich nicht gecheckt habe. Und beim Käsekuchen drückst du ja den Boden an der Form fest, ne, wenn du einen Käsekuchen mit Boden machst. Aber wenn du nicht genug Boden hast, kommst du halt nicht bis zum Ende. Und dann habe ich halt in der Hälfte der Form einen künstlichen, wie so eine Mauer, habe ich einen künstlichen Rand erschaffen, der aber nirgendwo anlehnt. Weil ich dachte, weißt du, das war quasi ein abgeschnittener Halbkreis, war der Kuchen. Hättest du nicht einfach noch ein bisschen mehr Boden machen können? Ja, aber ich habe ja kein Zeugs dafür gehabt dann. Dann hätte ich ja... Was hast du denn genommen? Irgendwie so Butterkeks oder Löffelbiskuit und gecrushed oder was? Ich traue mir das gar nicht zu sagen. Eigentlich wollte ich... Also ich habe sogar eine Backmischung genommen. Also eigentlich wollte ich den... wollte ich den Boden auch selbst machen. Aber das hat mich so überfordert. Ja. Habe ich eine Backmischung neulich Samstag bei meiner Oma angerufen. Weil ich hatte sie lange nicht gesehen. Habe ich gesagt, ich komme mal wieder vorbei. Jetzt, wo du geimpft bist, ist ja auch... Ja, eben. Jolo. Und habe ich Samstag angerufen. Kann ich morgen vorbeikommen auf einen Besuch? Und sie so... Ja, ich habe aber gar keinen Kuchen da. Ich sage, ja, Oma, nee, dann komme ich nicht, Oma. Sie so, ja, ich glaube, ich habe hiervon und davon noch ein bisschen was eingefroren. Ich sage, ja, das reicht, alles gut. Komme ich am nächsten Tag an, hat die da so eine Mandarinentorte gebacken. Selber. Nächsten Tag. Und wahrscheinlich ohne YouTube. Wahrscheinlich, ja, die ist ja Bäckerin. Na gut, okay. Ja, so. Aber einfach alles selbst gemacht. Ich sage, Oma, was geht? Du hast gesagt, du hast hier ein bisschen davon. Jetzt hat hier Todestorte. Ja, das musst du mal, soll ich mal die Verbindung herstellen? Das sind für mich Übermenschen, solche Leute. Ja, Druiden. Das sind wirklich Druiden. Bei mir ist das Problem, ich muss irgendwie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung haben. Und wenn einer der Schritte nicht nachvollziehbar ist für mich oder nicht funktioniert, weil ich zu wenig Zeugs habe oder irgendwas, dann geht's nicht weiter. Denn ab da kann ich nicht mehr improvisieren und dann klappt's nicht. Ja, Dean, da kommst du demnächst mal vorbei und dann machen wir eine Keksback-Folge. Zeig ich dir, wie man Kekse backt. Einfach normal. Ja, aber Kekse. Man muss klein anfangen. Ich habe auch nicht gleich Kekse in der Schwarzwälder Kirsche angefangen. Kekse würde ich sogar noch halbwegs hinkriegen. Nicht jede Form von Keksen, also ganz einfache Kekse. Ja, aber wir machen die auch gut dann, ne? Wir machen da noch ein bisschen Special-Zeug rein, dass die schön aufgehen und so. Ja, okay. Man muss dann erst das eine, dann das andere dazu, das Ei mies anschlagen, dass es übelst schäumt und so. Wenn man heftig drauf ist, trennt man gelb und weiß, schäumt man das Weiß noch auf, hebt es dann unter. Was machst du mit dem Küken? Chicken Nuggets. So. Wir haben ja sogar eine KitchenAid, das ist eine geile Küchen-Supermaschine. Aber selbst, also, ich wusste nicht mal, also die hat so viele Funktionen, das hat mich auch schon wieder überfordert. Ja, aber die muss ja auch von außen bedient werden. Die hat ja keine KI. Genau, das war mein Problem. Ich habe gedacht, die Eier nicht trennen. Ich habe gedacht, ich leg da die Backpackung rein, da die Fertigmischung und dann eine Stunde später steht der Kuchen im Kühlschrank. Aber so war es tatsächlich nicht. Und das, nee, ja. Ja, das war schade. Aber ja, er hat immerhin ein bisschen geschmeckt, aber der sah halt schon extremst verformt aus. Ja, schade. Ist natürlich alles über diese künstliche Mauer, die ich da erschaffen habe, übergelaufen. Dann hatte ich einen halben Kuchen ohne Boden, einen halben mit. Und mitten, mitten im Kuchen war eine Wand. Das ist ja schon... Ja, das sind die Probleme des kleinen Mannes. Ich finde es stark, dass du dich immer wieder dran versuchst. Hast du schon mal Nudeln gekocht in deinem Leben mittlerweile? Oder Kartoffeln? Reis? Ja, ich hab mein großes Gericht, was ich kann, sind ja... Kartoffeln ohne Salz. Ja, rohe Kartoffeln tatsächlich. Nee, Kartoffelbrei mit Brokkoli. Ja. Und irgendwie. Kartoffelbrei mit Brokkoli? Und irgendwie mit. Also nicht Brokkoli auf dem Kartoffelbrei, sondern eine Ecke des Tellers mit Kartoffelbrei. Daneben liegt Brokkoli und daneben liegt irgendwie, weiß nicht, Gemüse hier, Buttergemüse. Das ist mein Vier-Gänge-Menü. Also Vier-Gänge-Menü. Okay. Wir zählen immer mit Kartoffelbrei, Brokkoli und Buttergemüse. Vier das Gänge, ist mein Viergänge-Menü. Klar, also wer da nicht auf vier kommt, dem ist nicht mehr zu helfen, glaube ich. Ja, so Kartoffelmus mit Ei oder so finde ich auch Weltklasse. Meine Freundin, wenn die ganz fancy drauf ist, oder ist sie meistens, dann braucht sie irgendwie noch Spinat dazu oder so. Aber einfach Kartoffelmus mit irgendwie zwei, drei Spiegeleiern.
Was ist das beste Ei? Also in welcher Form ist das Ei am besten? Alles geht. Also vom Frühstücksei, hart, weich, Spiegelei, Rührei. Eierform. In Eierform. Also wie bei der Banane auch, sagst du. Ja, ja. Also die Bananenform in der Banane ist das Ei des Eis. Im Prinzip. Besser hätte ich es nicht sagen können, ja. Und dann hart gekocht oder weich gekocht? Also wenn ich Eier koche einfach mit Schale im Wasser drinne, dann hart. Aber wenn ich Spiegelei mache, dann also sunny side up, also und nicht gewendet und noch flüssig. Hart, ja. Isst du Ei auch ohne alles? Also nur Ei mit Salz, dass du dir mal ein Ei reinschiebst? Nö. Nö. Habe ich lange nicht. Ich habe immer auf einer Baustelle gearbeitet zwischendurch. Da mein Arbeitskollege, der hatte sich immer Eier gekocht morgens, irgendwie 2-3 Stück. Und sich Eibrötchen gemacht. Und dann saß er da immer, hat sein Zeug ausgepackt, sondern sein Brot und so, oder sein Brötchen. Dann hat er sich ein Ei aufgedüdelt, gepoolt, und hat er abwechselnd vom Ei und dem Eibrötchen abgebissen. Baustelle halt, ne? Ja, man muss kreativ sein. Ja. Das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Das habe ich mir auch schon oft gedacht. Bevor du dir ein Brötchen schmierst, kannst du ja einfach einmal von der Salami abbeißen und dann vom Brötchen. Oder vom Käse und dann vom Brötchen. Und dann ist ja auch im Mund beides. Und dann sparst du. Ja, ist also, so. Wenn es darum geht, so das Leben effizienter zu gestalten, ist Brotschmieren eigentlich Quatsch. Ja, so trinke ich auch meine Mezzo. Ja. So trinke ich auch meine Mezzo. Erst die Orange? Nee, erst Cola. Achso. Erst Cola, ja, ja. Dann also, die Orange? Ja, die in Ordnung muss sein. Ordnung muss sein. Ordnung muss sein. Ja, man muss ja nur kreativ sein bei solchen Sachen. Aber Ei... Ja, ist so. Ja, aber weichgekochtes Ei ist auch stark. Nee, weichgekochtes Ei irgendwie, weiß ich nicht. Da habe ich irgendwie... Ich glaube, ganz, ganz früher mochte ich das. Also so im Kindergartenalter. Und dann war da irgendwann mal ein Ei bei. Irgendwie schüttelt es mich immer noch. Wo das Ei weiß drumherum auch noch glibberig war. Und das fand ich so abartig. Ja gut, das ist abartig. Da hab ich eine Weile kein Ei gegessen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ey, koch mal hart. Und dann hart gekochte Eier waren wieder geil. Aber irgendwie, irgendwas hat mich da mega abgeturnt. Das weiß ich noch. Das war irgendwie bei meiner Oma oder so. Die hat das auch nicht in so einem Topf gekocht. Die hatte so einen Eierkocher irgendwie, den du dann mit Wasser befüllt hast. Und dann hast du die Eier da reingestellt und so. Ja, wir machen so einen Eierkocher. Und gibt's das noch? Ich dachte, das war so ein 80er-Jahre-Ding. Nee. Krass. Das ist der heiße Scheiß. Nee, immer noch. Ich mach immer Wasser in den Topf, Ei rein, Herdplatte an und dann, sobald es kocht, 6,5-7 Minuten. Okay. Und dann ist es hart. Also hier gibt es nicht nur kostenlose Unterhaltung, hier gibt es auch noch kostenlose Rezepte. Ja, ja. Ein hart gekochtes Ei. Ja. Was du brauchst, ein Ei. Und es ist vor allen Dingen energiesparend. Das gibt ja auch die Leute, die schmeißen erst das Wasser an, dann drücken sie da hier mit so einem Düdel da Löcher in die Eier oben und unten, damit das nicht platzt. Weil wenn sie es dann in das kochende Wasser schmeißen, tun es dann rein und dann dauert es mich nochmal 9,5 Minuten irgendwie für ein gekochtes Ei. Also hier, ne? Ich bin auch, also, ne? Umwelt-Hashtag. Die Grünen sollten mich mal anrufen vielleicht. Vielleicht will ich ja mal Bundeskanzler werden. Ne? Digi, ich habe mir was ausgedacht. Jetzt komme ich jetzt gerade drauf. Ich habe mir was überlegt. Ich habe neulich was gesehen über die Permafrostböden in Sibirien. Mhm. Also wo Permafrost, sagt ihr was, ne? Mhm. Permanent, Frost, mhm, ja. Weißt du, was permanent bedeutet? Ich weiß nicht genau, was Boden heißt. Okay. Ja, kannst du gleich im Duden gucken. Okay. Auf jeden Fall, da schmilzt ja so der ganze Schnee, der da liegt und so, ne? Und das ist halt schlecht, weil wenn, oder überhaupt auch in der Antarktis und so weiter, ne? Aber da ging es jetzt speziell um Permafrostboden und so weiter. Wenn Sonne trifft auf weiß, reflektiert, ciao, nicht so viel Erderwärmung, ne? Habe ich mir gedacht so, Alter, was ist, wenn man irgendwie bei allen Häusern oder zumindest bei allen Flachdachhäusern, wenn man die Dächer einfach weiß macht? Das ist eine gute Idee. Oder
reicht das nicht, wenn die alle irgendwie diese Solarzellen auf dem Dach haben, dass die Energie dann aufnimmt? Das habe ich auch gedacht, aber ich sehe immer nur dunkelgraue, schwarze Solarzellen. Ich bin da überhaupt nicht drin, ne? Vielleicht, ja, ist, gut, das macht ja Sinn, damit das nicht reflektiert, ja, ja, sondern aufnimmt. Vielleicht weiß das einer unserer Hörerinnen oder Hörer. Vielleicht hört der Elon Musk gerade zu. Die sehe ich immer nur in dunkel. Daran habe ich nämlich auch gedacht, pass auf. Ob diese Photovoltaikanlagen oder diese Solarzellen, ob es die auch in hell herzustellen gibt, dass die. Ja, aber das macht doch keinen Sinn. Die Dinge auflädt. Ah, das finde ich gut. Wir jetzt auch physikalische Der Rest, der nicht aufgenommen wird von dieser Anlage, der wird wieder reflektiert und schauen. Wir haben ein bisschen weniger. Aber geht da nicht die Effizienz verloren? Ich weiß jetzt nicht, wie das bei Schrägdächern ist, irgendwie, ob das da so super viel bringen würde. Aber so auf Flachdachhäusern irgendwie. Einfach weiß. Okay, oder, aber dann. Ja, Solaranlage. Ich bring die Idee noch eine Stufe weiter. Was ist, wenn wir sagen, es gibt keine schwarzen Autos mehr? Was gibt's keine, nicht, bitte? Keine schwarzen Autos mehr. Statt dem Benziner verbieten wir nur die Farbe schwarz. Und alle Autos müssen weiß sein. Ja, zum Beispiel. Ich weiß jetzt nicht, ja. Die Frage ist gut, auch, wo schießt das Sonnenlicht hin? Schießt das wieder ganz zurück zur Sonne? Oder schießt das nur einfach ein bisschen weg vom Auto? Ich gehe davon aus, dass es also direkt zurück zur Sonne geht. auf direktem Wege. Ja, aber dann würde ich das so machen. Dann würde ich sagen, machen wir alle Dächer weiß. Machen alle Autos ja, weiß. Ja, aber ohne Spaß. Wenn du ab jetzt irgendwie, was wird hier bei uns in Kiel gebaut? Wie wahnsinnig. Braucht man doch Dachböden. Früher brauchte man Dachböden irgendwie, damit du da Zeug hinstellen kannst, damit du da irgendwie einen Trockenboden hast und so weiter. Kannst du hier einfach alles oben, ciao. Ja, aber das ist doch, weiß. Aber wo geht denn die Sonne dann, also ist ja eine echte Frage. Also wohin wird das denn reflektieren, wenn das einfach nur 20 Meter nach oben reflektiert wird? Also das ist ein ganz gefährliches Viertelwissen wieder, aber das muss ja dann schon raus aus der Atmosphäre reflektiert werden, damit es was bringt, oder? Ja, klar. Und das geht? Ja, gehe ich von aus. Ja, also wenn du das so sagst. Es wurde gesagt von Wissenschaftlern, je weniger weiß da ist, ich meine, je dunkler eine Oberfläche ist, desto mehr Wärme wird dort ja gespeichert. Ja, genau. Aber wo wird es hinreflektiert? Also wie weit weg? Oben. Das ist ja auch beim Permafrostboden. Okay, der nimmt dann die Wärme nicht auf, aber vielleicht dann der Baum daneben, wo es hinreflektiert wird. Ja, das kann natürlich sein, ja, aber es ist halt besser, als wenn du da normalen Waldboden hast. Ich sag oder ja, Schmodderboden. Ich sag ja, Harald Lesch. Dunklen Boden. Wir brauchen ihn. Wir brauchen Harald Lesch. Ja, wir brauchen ihn in der Sendung, ne? Wir brauchen Harald, ich weiß, Lesch. Gar nicht, war das auch mit Lesch? Also das ist schon ein paar Monate her, wo ich das gesehen habe. Aber da hab ich gedacht, warum nicht bei jedem Haus, was gebaut wird? Ja, aber das finde ich mir gut. Also finde ich erstmal einen guten Ansatz. Ja, aber und nochmal zu Elon Musk. Der hat ja irgendwie so ein Dings gesagt, der kriegt einer 100 Millionen Dollar für eine innovative Idee, wie der Klimawandel eingedämmt werden kann. Qualifiziere ich mich? Ich denke, wenn ja, ja, dann gehe ich direkt davon aus, dass ich gewinne. Ich denke schon. Ja, und dann brechen wir ja auch die Folge ab. Und dann habe ich es nicht mehr nötig. Ich denke schon. Ich würde dich da, also ich sehe das ehrlich gesagt. Ich glaube auch, dass es eine Idee ist, auf die Elon Musk auch nicht kommt, weil das so ein bisschen out of the box ist, weißt du, das ist so ein bisschen... Ja, das ist ein bisschen zu sehr out of the box. Ja, aber das ist... Selbst für ihn. Genau, das ist... Er ist ja auch so ein out of the box-Denker, aber das ist nochmal so... Ja, aber noch er mal einen halben Meter neben der Box. Aber er halt in die intelligente Richtung und du dann halt eher in die einfachere Richtung und daran denkt er vielleicht nicht. Nee, nein, also bei mir ist es eine einfache Lösung und wahrscheinlich denkt er, sobald ich ihm das erzähle... Überlegt er sich wahrscheinlich, wo kriege ich einen Strick her und auf welchen Dachboden kann ich gehen, um das Ganze zu vollenden hier. Weil darauf hätte ich eigentlich kommen müssen. Na, er will ja auf dem Mars sterben, also das würde er ja so nicht machen. Solange er noch nicht auf dem Mars kann, brauchen wir uns da auch keine Sorgen machen. Ja, okay. Nee, also ich, ganz ehrlich, ich bin... Pass auf, das finde ich eh gut. Es gibt ja so verschiedene... Das ist eh eine gute Idee. Es gibt ja so verschiedene Menschen, die für Verschiedenes aufrufen. Keine Ahnung, mach das und das und dann kriegst du von mir 100 Millionen. Es gibt ja zum Beispiel auch irgendwelche, oder viele Wissenschaftler haben ja auch quasi diesen ganzen Homöopathie- und Globuli-Leuten da so ein bisschen den Kampf angesagt und haben ja auch gesagt, die Ersten, die uns eine Wirkung beweisen können von Globuli und dem ganzen Quatsch, die kriegen auch Summe X. Wir rattern das jetzt nach und nach ab. Erst gehen wir zu Elon Musk und schlagen ihm das vor und holen die 100 Millionen. Das stecken wir dann da rein, um... zu beweisen, dass Globuli einen Effekt hat. Weiß ich noch nicht genau, wie wir das machen. Ist vielleicht ein bisschen schwieriger, wenn es noch keiner geschafft hat bisher. So, aha. Und dann immer so weiter. Und dann hangeln wir uns da durch. Ja.
und werden super reich. Ja, und Endgame ist dann, dass wir der Stadt Bielefeld beweisen, dass sie wirklich nicht existiert. Dass wir sie wirklich, ja, absolut. Das ist dann Endgame, das wurde nämlich auch mal 1 Million Euro ausgeschrieben, wenn jemand beweisen kann, dass die Stadt Bielefeld nicht existiert, genau. Gäbe es 1 Million Euro von der Stadt Bielefeld. Ja, gut, das... Ja, aber genau, das, und so hangeln wir uns dann durch. Also ich finde, ja, ich finde, das ist eine sehr gute Idee und du solltest da... Pass auf, ich folge Elon Musk ja auf Twitter. Soll ich ihm direkt mal anhauen? Soll ich mal sagen, hier, was ist... What about, ja, dann kriegst du nachher die Lorbeer, nicht, dass du nur 100 Millionen kriegst. Nein. Ich sag schon... Ich sag mal, so bei bis 90, 95 Millionen geht eine Freundschaft. Ich glaube, bei dreistelligen Millionenbeträgen hört's auf. Das gehört schon dir. Die 100 Millionen gehören schon dir. Ich wäre jetzt natürlich nicht traurig, wenn du sagst, komm, die nächsten Döner gehen auf mich. Oder sowas. Weil ich dich da supportet hab. Ja, erstmal... Ein Döner von mir an dich. Schuldest du mir noch einen Döner? Das stimmt. Weil ich hier extra Minuten gekauft habe. Das muss man auch mal sagen. Wir produzieren so viel Content, dass wir hier extra Minuten kaufen mussten. Und weißt du, wer uns das zurückzahlt? Keiner. Vielleicht Elon Musk, aber wahrscheinlich auch eher nicht. Wahrscheinlich ist da vor ein paar Wochen eh schon einer drauf gekommen. Auf die Idee. Ich kann ja nicht der Einzige sein, der auf diese Idee kommt. Dächer weiß zu machen. Ich weiß auch nicht, ob das eine gute Idee ist. Ja, aber weißt du was? Genau dieser Ansatz, ne? Das habe ich auch so oft, dass ich denke, ich kann nicht der Einzige sein, der auf die Idee kommt. Und dadurch denke ich dann immer, okay, scheinbar hat die Idee einen Haken, sonst wären andere drauf gekommen. Aber das ist nämlich genau falsch. Oft sind es die einfachen Dinge, wo keiner drauf kommt. Du hast recht. Also ja. Ich bin da absolut bei dir. Du bist wahrscheinlich jetzt ein reicher Mann. Ja, lasst doch mal irgendwie eure Meinung da. Falls euch irgendwie für Klimawandel interessiert, glaubt ihr, das hilft? Habt ihr irgendwie wissenschaftlich fundierte Argumente, die dafür oder dagegen sprechen, das wäre mal, ich weiß es nicht. Ich bin ja nun kein Dings, wer auch immer sich um weiße Dächer kümmert. Und wie gesagt, wir können dann auch noch wir können ja die vollen 100 Meilen gehen. Wir können ja auch noch sagen, wir machen die Autos auch noch weiß. Ja. Gut, ich sag mal so, in der Summe ist das eine ganz schön große Fläche, die dann Sonnenlicht reflektiert zurück in die Atmosphäre. Ja, guck doch mal auf Google Maps, siehst du Häuser und Autos. Der nächste Schritt wäre die Bäume, dass wir die dann noch irgendwie weiß bekommen. Aber das ist dann, oder wir rauten sie einfach ab und bauen da Häuser hin mit weißen Dächern. Das ist eine gute Idee. Dass wirklich irgendwann nur noch Häuser auf der Erde stehen. Genau, keine Bäume mehr. Hatten wir das Thema schon mal, dass ich es unvorstellbar finde, dass die Erde nicht schwerer wird? Ja, ne, das hatten wir eigentlich schon mal. Ne? Aber ich finde das manchmal... Ich weiß nicht, hatten wir das in der letzten Folge oder war das eine private Konversation? Das ist auch nicht. Würde mich nicht wundern, aber ich finde es... Fällt mir da auch gerade wieder ein. Ich glaube, wir hatten es in der letzten Folge. Okay, cool. Aber okay, dann sind wir uns einig. Wir holen Elon Musk hier in den Podcast. Vorher nochmal Harald Lesch, dass wir das einmal nochmal mit ihm durchgehen. Ja, erstmal Harry fragen, ob das eine gute Idee ist. Aber guck mal, das ist genau die Woche, die uns nachher fehlt. Jetzt sprechen wir mit Harry, dann sagt er, ist super. Und dann machen wir hier Wirtschaft im Zeitgeschehen auf und sehen dann, Harald Lesch auf einmal mit 100 Millionen Euro. Ja, so, Harald Lesch sagt hier, warum machen wir die Dächer nicht weiß? Friedensnobelpreis, ja. Bundesverdienstkreuz, alles. Und wir sitzen hier mit der Torte im Haar und wissen nicht, ich bin sauer jetzt auf Harald Lesch. Ja. Ich finde, diese Konversation bleibt auf jeden Fall strikt unter uns. Absolut. Die Folge veröffentlichen wir auch nicht. Nee. Und über das keiner die Idee klaut. Ja, ja. Das ist auch so das Problem, ne? Wir stellen fest, dass es eine gute Idee ist, wenn sie einer klaut. Raus direkt in die Welt raus. Ja, vor allem, wenn sie einer klaut. Ja. Das ist so ein bisschen so wie die Hexenverbrennung. Okay, wenn sie stirbt, dann war es keine Hexe. So ein bisschen ist das hier auch. Und wenn wir Harald Lesch eh schon mal da haben, dann hätte ich auch noch eine andere Frage. Auch, ja, es hat auch physikalische Nochmal bezüglich Hintergründe. Bezüglich der Sacknaht? Die ich nicht verstehe. Nee, das Ach nicht. So. Aber ähnlich. Ähnliches Thema. Ja, erzähl. Was ich nicht verstehe. In der Theorie. Also wenn du jetzt, was ist der sauberste Ort in der Wohnung, theoretisch? Das würdest du Harry fragen. Nee, das frage ich dich. So, was ist der sauberste Ort in der Wohnung? Also bei mir ist überall alles gleich dreckig. Ja, so. Aber dann würde man erstmal, mein erster Gedanke wäre, in der Waschmaschine. So, da würde ich erstmal denken, in dieser... Locker nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Und der zweite Punkt wäre in der Badewanne oder Dusche, wo ich immer denke, da ist ja jeden Tag, geht da 1 bis 2 Mal Wasser durch. Da müsste es doch eigentlich... Ja, aber auch Kot. Kot?
Okay, ja. Okay, ja, erzähl weiter. In der Badewanne. So, da sagen wir mal, jemand geht einmal am Tag duschen und man wohnt mit zwei Leuten hier, dann geht man, so, geht man zweimal am Tag, geht da Wasser durch. Das muss doch super sauber sein. Warum ist das immer so siffig, wenn man diese Badematten hochhebt? Ja, weiß ich nicht. Ich verstehe das nicht. Wahrscheinlich doch nicht so sauber ist, wie man denkt. Wahrscheinlich, wenn du da einfach nur mit Wasser drüber spülst, dann gehen deine ganzen Sackratten und deine Arschläuse bleiben halt trotzdem da. Die gehen ja nicht weg. Die bleiben unter der Matte dann. Bisschen Wasser. Ja, ja. Aber ich verstehe das nicht. Gibt es da eine Formel? Weiß ich auch nicht. Gibt es eine Formel, die man da irgendwie für nutzen kann, um das auszurechnen, wie sauber die Wanne sein müsste? Ja, wir brauchen Harry. Also wir brauchen Harald Wäsch, wenn du das hörst. Wir sind am Start. Ja. Wir haben Zeit. Du dich mal bei uns, bitte. Ja. Wir haben Zeit. Einfach hier eine Mail an Döner mit alles. Dann sind wir dabei. Ja, Döner mit alles Podcast at gmx.de. So, jetzt bist du auch dran. Passwort ist 12345678. Oh. Ja. Yeah. Yeah. Aber wenn du mich nicht doof sind. 5000 IQ Play. Aber wenn du mich nicht doof sind. Ach ja. Ja, Dean, was gibt's sonst noch hier im Zeitbild? Ich will schon mal die Zuhörer ein bisschen. Ah nee, warte mal, kurz. Ich bin jetzt im Zeitraumkontinuum verloren. Die Folge hier. Okay, letzte Woche haben wir ja unsere Playlist rausgebracht, ne? Ist das korrekt? Ja, würde ich jetzt noch nicht. Wollen wir das? Ja, mach du mal. Raumzeitkontinuum. Letzte Woche haben wir die Playlist veröffentlicht. Ist richtig. Oder? Warte mal. Ja, doch. Ja, ist korrekt. Genau, ja, das ist korrekt. Letzte, also können wir drüber reden. Ich habe den nämlich jetzt auch schon ein paar Mal gehört. Und auch mit ein, zwei anderen Leuten. Und ich finde die richtig stark. Also ich habe die jetzt auch getestet, die Playlist. Ja. Die ist super. Ja, ich finde die auch stark. Da ist alles bei. Da ist alles bei. Sehr, sehr, sehr Gitarrenmusiklastig. Ja gut, aber das sind wir ja nun mal. Ein bisschen Abwechslung drin. Ja, ja. Und ich kenne natürlich viele Songs, von denen ich dachte, ich kenne sie nicht, kenne ich natürlich doch. Ich kenne sogar den Red Hot Chili Peppers Song. Und den finde ich sogar gut. Und ich bin eigentlich kein Red Hot Chili Peppers Fan. Aber der geht ab. Ja, man muss auch nicht gleich, wenn man drei Lieder gut findet, muss man ja auch nicht gleich Fan sein. Ja, genau, deswegen. Aber der geht ab. Ja, ich weiß. Deswegen, wie gesagt, der ist ja direkt auf dem Greatest Hits Album gelandet. Ja. Also unsere Spotify-Liste, YouTube-Liste, was auch immer, kann ich empfehlen. Ja, finde ich auch gut. Was passiert sonst? Also Pop-Punk, Pizza Party, also das war mein Highlight von den Songs, die ich kannte. Ist stark, oder? Ja, einige kannte ich natürlich bei dir auch, ja, ja. Wo ich den gehört habe und dachte so, ah. Pop-Punk, Pizza Party von Sunrise Skater Kids. Das ist, ja, also, das ist stark genug. Geht richtig nach vorne. Geht richtig nach vorne. In die Fresse Pop-Punk, Alter. Ja, mit allen Klischees, die der Pop-Punk braucht. Wir haben nicht so doll auf den Text geachtet. Jetzt habe ich so ein bisschen zum Chillen gehört. Reichlich quatschig. Was haben wir noch? Politisch waren wir heute noch nicht. Jetzt bin ich gespannt. Nawalny. Das ist auch schon ein bisschen auch krass alles, oder? Ist das nicht wie ein fucking James Bond? Wen findest du krass? Nawalny, die ganze Geschichte um ihn? Ja. Ist das nicht ein bisschen James... Also wenn das im James-Bond-Film wäre, würde man das abnehmen? Nee, würde ich sagen, das ist ein bisschen zu viel Fiktion dann. Ist ein bisschen zu krass? Ja. Hey, überleg mal. Jetzt ist irgendwie schon wieder... Irgendein Arzt ist von ihm schon wieder vom Jagen nicht zurückgekommen, habe ich gelesen. Ein anderer Arzt, der ihn behandelt hat, ist auch überraschend verstorben vor ein paar Wochen. Ja, irgendwie, da passieren auch einfach komische Sachen in Russland. Das kannst du echt nicht ausdenken. Diese ganzen Supergiftangriffe da mit diesem Novichok-Gift und so und anderem Zeugs irgendwie, was sie denn da in der Spitze von einem Regenschirm haben und so, dann rannten die es einem ins Bein und so und er denkt, eine Mücke hat ihn gestochen und 10 Minuten später irgendwie fallen ihm die Haare aus und so eine Scheiße. Das ist schon krasses Zeug, ey. Russland ist krass drauf. Also ich glaube, ich würde auch nicht nach Russland irgendwo mal Urlaub fahren oder überhaupt oder so. Da laufen einfach zu krasse Leute rum. Ich glaube. Die ganzen Dashcam-Videos anguckst, ey. Ey, das ist das Beste, was Russland zu bieten hat, finde ich. Die Dashcam-Videos. Alter, das ist so stark. Das gibt mir so viel. Mir gibt das, also es gibt auch diese Idiots in Cars-Serie, die gibt's auch. Also es ist auch sowas ähnliches. Ja, habe ich gestern auch geguckt. Ja, aber da
Das Problem ist, manchmal sind auch Leute, die können da nichts dafür. Dann ist da irgendwie Blitzeis und dann drehen die sich, überschlagen sich und explodieren. Das gibt mir nichts, weil dann denke ich so, da kann er jetzt nichts für. Aber wenn da einer mit 180 durch eine 30er-Zone ballert und dann, weiß ich nicht, über eine Rampe und explodiert, das finde ich geil. Weil dann denke ich, das so, finde ich auch das ist halt auch geil. Das finde ich richtig, richtig geil. Manchmal denke ich, oder hinterfrage ich mich, ob ich echt einfach ein böser Mensch bin. Aber nee. Dann denke ich, nee, ich habe einfach ein Gerechtigkeitsgefühl. Eben, das ist das nämlich. Ich habe gestern auch was geguckt, keine Ahnung. Da prescht auch irgendwie so ein Truck, also so ein Dodge Ram oder sowas, also kein Truck. Prescht da auch irgendwie mit 1000 Sachen irgendwie durch so einen Vorort irgendwie, wo links und rechts da die Leute ihren Rasen mähen und so weiter. Ballert da durch an diesem Dashcam-Boy vorbei. Der fährt dann natürlich da irgendwie seine 30 km/h hinterher so. Und auf einmal sieht's aus wie in Beirut. Es ist absolute Zerstörung. Der hat 25 Vorgärten mitgenommen. Links, rechts, es qualmt hier, es brennt da. Ich dachte, Alter, wo ist Bruce Willis? Da habe ich auch gedacht. Stark, richtig stark. Also ordentliche, die reine Verdienung. Das sind die kleinen Dinge, die einem Freude geben. Ja, ich glaube, das war der Abschluss vom Video. Ja, ist so. Das war der Abschluss vom Video und ich habe so gedacht, yo. Mir geht's besser. Deutlich. Die Typen auf dem Nürburgring finde ich auch richtig. Oh, geil. Das ist so geil. Also, am besten sind die BMW-Fahrer. Die vorher noch irgendwie lässig ihre Hand aus dem Fenster halten, weil sie die coolsten sind und dann zum Drift ansetzen und sich völlig verhauen da. Und immer in dieser einen Kurve. Es ist immer dieselbe Kurve. Und alle jagen da ihr Fahrzeug gegen. Das ist so geil. Oh, das liebe ich auch so richtig geil. Ich würde niemals hast einen Privatwagen auf. Also. Wenn du das schon machst. Fahren da Leute mit dem VW Charan da längs irgendwie und denken, sie sind Vettel und Schumacher und alles in einem. Das ist so stark. Das ist so geil. Nee, das gibt mir auch, und das gibt mir so übermäßig viel Glücksgefühle. Das ist so krass. Ja. Was findest du besser? Oder was gibt dir größeres Glücksgefühl? Je teurer das Auto ist oder je günstiger das Auto ist und dann zerstört wird? Ich denke mir immer, so der Typ, der sich einen Ferrari leisten kann, kann sich wahrscheinlich auch noch ein Ferrari leisten. Mhm. Der Typ, der da sein Golf 4 zerlegt, kann er sich nochmal ein Golf 4 leisten irgendwie? Oder muss er dann nächstes Jahr Bus fahren? Da habe ich dann immer ein bisschen. Ja, das ist eine gute Logik. Ich glaube aber auch viele Ferrari-Fahrer, Ferrari vielleicht nicht, aber mit teuren Autos, die sparen sich das ihr Leben lang ab, verdienen jeden Monat 1400 und zahlen 500 Euro irgendwie ihren BMW, schieß mich tot ab. Das gibt's glaube ich auch. Aber ich mache das eher abhängig davon, wie sympathisch die fahren. Es gibt einfach manche Leute, die fahren da ein bisschen, da ist alles gut. Und dann gibt es diese Superposer, die mit ihrem tiefer gelegten, der 1 cm über den Boden kratzt und versucht zu driften, weil er denkt, er ist der Coolste, winkt noch den Zuschauern zu und den jagt in die Bande und dann bin ich auf einem emotionalen High. Also das ist ja, das wenn ist wie Drogen. Wenn du die Reaktion von den Leuten noch siehst, wenn die aussteigen so und dann sie die Hände über den Kopf zusammenschlagen. So. Oder so gegen das Auto nochmal treten, so als wäre das Auto schuld. Das finde ich auch richtig geil. Also das gibt gute Laune, deutlich gute Laune. Also wenn du in so einer Schleife gefangen bist, dann weißt du, der Abend wird gut. Der Abend wird lang, aber der Abend wird gut. Ja, ich habe gestern auch Nürburgring ein bisschen geguckt und einfach Idioten in Autos auf der Straße. Aber wo kommt das her? Was ist das für eine... Weiß ich nicht. Also was ist los mit uns? Wir sind ja auch nicht die Einzigen. Wenn du dir die Videos anguckst, die haben dann immer 3 Millionen Aufrufe und so. Wir sind ja, ist so. Das ist ja also heiße Scheiß. Ja, weiß ich nicht, was mich daran so fasziniert. Einfach Leute zu finden, die es tatsächlich offensichtlicher gibt, die noch dümmer sind als ich. Und ich dann denke so, ich bin zwar im unteren Drittel, aber ich bin im oberen Drittel des unteren Drittels. So. Ja, ist wahrscheinlich das gibt so. Mir immer, das gibt mir immer ein gutes Gefühl. Da denke ich dann immer, auf so eine dumme Idee würde ich halt nicht kommen, irgendwie mit meinem Opel Zafira da mit 180 Sachen über den Nürburgring zu ballern und dann wie jeder andere Idiot durch diese Kurve oder aus dieser Kurve rauszufliegen und meine Karre zu zerledern soll. Ich verstehe es denke ich halt. Ja, macht bestimmt Spaß, wenn ich die Knete hätte und sagen würde, so ich nehme jetzt meinen Porsche, düster eine Runde rum, wenn da was kaputt geht, dann kaufe ich mir einen neuen. So, dann würde ich das auch machen. Dann würde ich jeden Tag in die Eifel fahren. Ja, weiß ich nicht. Aber einmal die Woche.
Ja, aber das müsste dann schon, also keine Ahnung. Das kannst du machen, wenn du weißt, du hast irgendwie einen alten Opel Corsa hier, der, den du sagst, der ja, oder so. Den will ich jetzt, oder den so. Will ich jetzt eh auf den Schrottplatz fahren. Komm, weißt du, wir halten nochmal kurz um Nürburgring an. Dann würde ich da auch einmal durchjagen. Aber oder so, ja. Und da würde ich aber auch, da würde ich auch andere Leute mitnehmen. Ja, ne? ja absolut. Also dann wäre das hier. Da ich auch sagen, hier, der Lambo da vorne, da fahre ich rein. Ist sowas versichert? Gibt es das zu einer Zusatzversicherung wahrscheinlich? Aber das ist ja nicht ist. Einfach ganz normal versichert. Also wahrscheinlich. Ja. Also wahrscheinlich ist es irgendwie. Also wenn dir da einer reinfährt oder so über Nürburgring, die machen wahrscheinlich alle Viere von sich da. Ich glaube, Nürburgring macht gar nichts. Das Einzige, was wir machen, ist, die stellen dann da so einen Abschlepper, der dich da von der Strecke holt, glaube ich, und der Rest ist ja. Das ist auch, finde ich auch immer gut, wenn die dann da auf so einen Wagen gehoben werden. Der Wagen dann, der Schande. Der da mit seinem gelben Blinklicht dann da so und das Auto so völlig zerledert. Ah. Das ist schön, echt, schön. Das ist echt schön. Weiß ich nicht, also. Oh ja. Also so, entweder macht man sich Lagerfeuer an oder irgendwie Urwaldregen im Regenwald bei Nacht und Gewitter oder halt sowas. Ich glaube, dabei könnte ich auch gut schlafen. Genau wie diesen Gedanken, dass ich unbedingt, das geht natürlich aus Datenschutzgründen wieder nicht, aber ich will einen LKW, der sich vorne eine GoPro reinmacht und einfach nachts live streamt. Einfach nur die Fahrt. Oder nicht kommentieren, gar nichts. Einfach nur die Fahrt. Das würde ich mir abends anmachen und ich könnte so gut pennen, glaube ich. Ich finde das so beruhigend. Ja. Ja, dann spiel doch mal ein bisschen Euro Truck Simulator oder irgendwie. Ja, sowas. Da muss ich ja was machen. Ich will ja schlafen. Ach so, okay, du willst einfach nur gucken. Ich will einfach nur gucken, wie der da die A7 da mit 80 längs fährt und dann bin ich weg. Das gibt's aber mit Zügen auch, glaube ich. Das ist auch schon gut. Mit Zügen ist auch schon gut. Das auch Livestream wirklich? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich brauche schon Livestream, sodass ich das Gefühl habe, da könnte jederzeit jemand vorspringen. Oder da könnte jederzeit irgendwie ein Unfall passieren oder so. Ich brauche schon diesen Thrill-Ride, dass da was passieren könnte. Ja. Ja, kannst du von überall streamen. Ich meine, ISS, da kann die streamen auch 24/7. Da kannst du auch gucken. Naja, das ist alles gefaked von denen da oben. Von den Großen. Von den Eliten, ne? Von der Elite. Aber ich habe die ISS neulich gesehen. Die ist neulich über Kiel geflogen, habe ich gesehen. Ich denke, was ballert da lang? So am Abendhimmel. Hat Todes reflektiert. Ja, manchmal Licht wird schon weit reflektiert. Manchmal kann man die sehen. Also es ist. Welche also Farbe hat denn die ISS überhaupt? Ist die weiß? Nee, also silber. Bei mir, ja, reflektiert auch. Ja, besser als schwarz. Ja. Und da sind wir wieder, du hast die Theorie bestätigt. Ja, und wie gesagt, müssen wir noch mal recherchieren, wie das genau geht. Aber ich sehe uns da vorne in dem Elon Musk. Ganz ehrlich, ich sehe uns da auch vorne. Ich würde auch sagen, wir starten das jetzt direkt. Wir nutzen die Energie. Wir hauen jetzt hier im Anschluss direkt Elon Musk und Harry Lesch an. Und dann werdet ihr nie wieder von uns hören, weil wir unfassbar reich sind. Also ich sehe mich da schon auch als dein Coworker. Die 100 Millionen gehören dir, aber ich krieg schon ein anständiges Gehalt auch. Was machst du denn für mich? Ich hole dir immer Fußnägel kauen oder was? Holst du mir immer Döner? Du sagst Döner und dann komme ich. Das finde ich gut. Alles klar. Und wenn ich Brathähnchen sage, holst du mir noch ein Brathähnchen? Ich hole dir alles, was du möchtest. Mein großer Traum war es mal, wenn ich richtig viel Geld habe, und das ist ja bald soweit, ja, dass ich einfach mal zu so einem Brathähnchenwagen hingehe. Und den kaufst? Nö. Dass ich da einfach den Laden leer kaufe. Oder diesen Wagen mit allen Brathähnchen und dann esse ich nur die Haut von allen Hühnern und den Rest schmeiße ich weg. Ich hätte ja gesagt, du kaufst den Fahrer, du kaufst das Auto samt Mitarbeiter und sagst bitte einfach immer jetzt jeden Tag vor meiner Tür stehen. Nee. So geht das nicht. Ja, ich wollte gerade schon abmoderieren hier. Ja, mach das doch mal. Das mache ich jetzt auch. Wir gehen jetzt zu Elon und zu Harry, werden reich und berühmt. Und dann, ja, war es das hier mit dem Podcast. Für heute. Und reich, vor allen Dingen reich. Das ist ja auch das, worum es uns hier geht. Und dann haben wir es ja doch mit dem Podcast geschafft, reich zu werden. Über Umwege. Die Idee hätte ich auch ohne Podcast gehabt, aber gut. Ja, aber der hat geholfen. Es war ein netter Zeitvertreib auf jeden Fall. Und bei 40, ich sag mal, kann man auch mal aufhören. Da kann man auch mal aufhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Adios.